Moin, sind's YouTubes und herzlich willkommen zurück zum GTA 5 DLC Let's Show. Wir sind in dem nächsten Auto, das es neu gibt. Und zwar in dem Benefactor XLS in der gepanzerten Variante. Natürlich die gepanzerte Variante genommen, denn das andere wäre ja alles so ein bisschen Schwachsinn gewesen. Boah, mit dem Auto kann man echt gut rumfahren, ey. Wie viele Plätze hat der? Ach, kann man so nicht sehen, schade. Wenn er 6 Plätze hätte, das wäre mega nice. Weil das ist echt so eine Karre. Eigentlich so ein Gang-Auto, so ein richtiger BMW, so. Sieht zumindest so aus. Richtig geil, das Teil. Naja. Boah. Shit, dude. Schon eine Laterne stand da. Shit. Ist das auch so einer? Nee, meiner ist cooler. Guckt euch meinen an, guckt euch den an. Meiner ist viel, viel cooler. Aber der muss auf jeden Fall schwarz werden, weil sonst bringt das gar nichts bei dem Wagen. Der muss schwarz werden. Schwarz-matt oder so. Dann sieht der wie ein Biest aus. Fahrzeug reparieren. Aber erstmal wieder Los Custom verlassen, denn wir brauchen wieder eine Anzeige. So. Aufnahme starten. Schaut euch dieses Prachtstück, naja, es geht. Also ich finde den schon fett. Aber natürlich nicht zu vergleichen mit dem Supersportwagen, den wir gerade getunt haben. Natürlich nicht. Aber was will man noch erwarten? Das ist halt ein Wagen, der auch dabei ist, aber auch mega geil. Ich finde den jetzt schon mega cool. Ich finde den auch mega nice. So. Und eine Drehung bitte. Und jetzt aber. Das Customs, ich will dich tunen, BMW. Ich will dich tunen. Ja, du kannst ja auf jeden Fall die Karre tiefer legen, das weiß ich jetzt schon. Weil der ziemlich hochgestellt ist. So, Panzerung. Oh, der hat schon 80%ige Panzerung drauf. Nice, wir machen nochmal ein bisschen mehr. Rennbremsen, Motor. Motor natürlich volle Pulle. Sprengstoff, nein danke. Hupe. Fortlaufend. Nein, oh Mann, ich mach mal das Falsche. Immer 35 umsonst ausgeben. Scheinwerfer. Scheinwerfer Xenon natürlich. Neon-Kits, Neon-Farbe. Ah, erstmal Anordnung. Jetzt weiß ich schon, welche Farbe ich den haben will. Obwohl, weiß ich nur nicht. Shitte. Ich weiß schon, in welcher Farbe ich den haben will. In schwarz nämlich, aber... Schwarz-matt. Das sieht so hammerkrass aus. Man weiß, der... In weiß finde ich den auch geil. Blaues geht gar nicht. Mitternachtsviolett auch nicht so. Aber weiß finde ich den auch ganz geil eigentlich. Aber ich glaube, ich benutze trotzdem schwarz. Und wie sieht es in grau aus? Nee, schwarz ist schon gut, schwarz ist auf jeden Fall gut. Tour-Emblem braucht man nicht. Dann können wir jetzt Scheinwerfer, doch, Scheinwerfer, klar. Neon-Kits, Neon-Farbe. Machen wir eine rote Unterbodenbeleuchtung. Dann Nummernschild, ach, Nummernschild haben wir nie gemacht, ne? Aber, naja, gut. Nummernschild ist jetzt sowas, was man eigentlich auch nicht braucht. Verkaufen, nein, danke. Federung. Da, mal gucken, wie dieser krasse Unterschied ist. Ja, doch, kann man machen. Federung reinknallen, Getriebe reinknallen, Turbo reinknallen auf jeden Fall. Reifen, Felgentyp, Lowrider. Guck mal, was sie so als Lowrider haben. So richtig so komplette ich finde das gar nicht mal so ungeil. Wohl, nee, komm. Gelände finde ich ein bisschen zu krass. SUV. Da sind doch SUV-Felgen bei. Das ist doch schon mal eine Maßnahme. SUV-Felgen für ein SUV zu nehmen. Die finde ich ja mega geil eigentlich. Ja, komm, die nehmen wir auch. Da sind sie. Felgenfarbe. Rott. Das Rott finde ich ein bisschen schroff. Flammrot finde ich ganz geil eigentlich. Ja, nice. Reifen, Reifenmuster, jo, gib ihm. Reifenverbesserung, schusssicher sind sie schon, alles klar. Und natürlich roter Reifenqualm. Wir können die Fenster nicht mal verdunkeln, okay, lol. Das ist aber merkwürdig, naja. Ja, das war's schon bei Lost Customs. Guckt euch diese hübsche Karre jetzt an. In schwarz finde ich die immer mega nice, ey. So. Wollen wir uns auch in die Sonne stellen, komm.
Dass noch geiler kommt, hier so angestrahlt werden und so. Ich erst die Karre an, Mann. Das ist schon echt ein schönes Teil. Zwar nicht zu vergleichen, wie gesagt, mit den Supersportkarren und so, aber ich finde, selbst den finde ich richtig gut gelungen. Also Props an Rockstar, echt. Krass geil. Hammer, hammer cool. Ja. Wunderbar. Und weiter geht's. Hey, ich bin doch kein Girl. Was wollt ihr denn, ey? Ich bin doch kein Girl. Hallo? Oh, heilige Schande. Da habe ich ein bisschen was mitgenommen, aber wir sind ja gepanzert, also alles easy. Boah, schön um die Kurve. Sehr nice. Oh, upsala. Wie die weggeflogen ist, irgendwann mit dem Hinterteil mitgenommen, so, fuck, weg damit. Geh mir aus dem Weg, Schlampe. Hammer nice. Und da haben wir das vorletzte Fahrzeug doch schon auch schon fertig getuned. Boah, sind die Garen cool. Hammer cool, endlich wieder neuen Content. Eigentlich finde ich den sogar ganz... Jetzt finde ich den wieder ganz geil, den hier. Aber naja. Naja. Ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir den letzten Wagen tunen von dem neuen DLC. Und danke fürs Zuschauen. Lasst eine kleine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und schaut beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir dann wirklich diesen Truck hier tunen. Ciao, ciao.